ist die Reportage Themen, die bewegen. Heute unterwegs mit einem Superschwertransport. Seine tonnenschwere Last, Bauteile für eine Ölförderanlage in Mexiko. 4 Megatrucks, zu hoch für die meisten Unterführungen, zu schwer und zu breit für viele Straßen. Die Meldungen auf der Bundesstraße 12 München-Passau ist in Höhe der Ortschaft Tutting ein überbreiter Schwertransporter unterwegs. Immer wieder neue Hindernisse. Zentimeterarbeit für die Männer hinterm Steuer. Staus und Behinderungen. Brummifahrer gegen Pkw. Nehmen Sie den Will schon vor. Ja, uns hat man schon Schläge angedroht. Schwertransportfans aus ganz Deutschland reisen mit. Bahnübergänge werden demontiert. Stromkabel angehoben, Leitpfähle versetzt. K1 die Reportage. 512 Tonnen auf Rädern. Frühmorgens auf dem Gelände der Firma Linde im oberbayerischen Tachating. Die gewaltigen Bauteile gehören zu einer Ölförderanlage, die mehrere tausend Kilometer entfernt in Mexiko gebaut werden soll. 14 Wochen wird die Reise dauern. Zuerst per LKW bis Passau an der Donau, dann mit dem Binnenschiff nach Antwerpen. Von dort bringt ein Frachter die Anlagen nach Mexiko. Schwierigster Teil der Strecke, die ersten 170 Kilometer vom Werksgelände bis nach Passau. 9 Uhr. Die Transporter rollen an. 4 Superlaster mit Fahrern wie Kaspar Hipp, Manfred Eckstein und Jürgen Heinicke. Sie alle sind seit Jahrzehnten im Schwerlastgeschäft. 60 Tonnen müssen an den Haken. Der erste Kessel. 26 Meter lang, Durchmesser 5,56 Meter. 2 Kräne sind im Einsatz. Hier zählt jeder Zentimeter. 10 cm über dem Boden. Falsch geladen und der Transport könnte kippen. Das Risiko trägt die Versicherung. Reinhold Marnett ist deren Beauftragter. Der Ingenieur überwacht beim Laden jeden Handgriff. Bei den Versicherungssummen, die da eingedeckt sind, ist es halt notwendig, dass jemand die Oberaufsicht neutral überhält. Einfach mal einen Blick drauf wirft, ob alles ordnungsgemäß gemacht wird, ohne grobe Fahrlässigkeit, die da gegebenenfalls im Spiel sein könnte. Was könnte man dann fahrlässig hier machen? Man könnte falsche Drahtseile zum Anheben anheben, man könnte unter Umständen auch die Ladungssicherung auf den Fahrzeugen falsch machen, man könnte die Fahrzeuge grundsätzlich falsch beladen. Also eine Menge Möglichkeiten, die da falsch gehen können. Das höchste Teil des Konvois, die sogenannte Kondensatorverrohrung. Ein Herzstück der Luftzerlegungsanlage. 6 Meter hoch, 16 Meter lang und etwa so breit wie 3 Pkw. Der 70 Tonnen schwere Koloss aus Stahl und Aluminium muss auf einen speziellen Anhänger geladen werden. Das dauert. Einen ganzen Arbeitstag sind 16 Männer beschäftigt, um die 4 Lkw zu beladen. Versicherungswert der schweren Fracht fast 14 Millionen Mark. Lassen wir erstmal mal runter und dann schauen wir mal. Jürgen Heinicke bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Er fährt morgen den schwersten und längsten Transporter. In monatelanger Arbeit wurden die Teile zusammengeschweißt. Später entsteht daraus der weltweit größte Luftzerleger. Dieser wird Stickstoff erzeugen, der über Pipelines in Ölfelder im Golf von Mexiko gepumpt wird. Ein neues und besonders aufwendiges Verfahren, mit dem auch Resterdölvorkommen gefördert werden können. Für den 150 Millionen Dollar Auftrag lohnt sich sogar der aufwendige Transport. In Mexiko hat man halt nicht die Erfahrung beim Bau solcher Komponenten, also solcher Rektifikationssäulen und Kondensatoren. Linde hat ja hier langjährige Erfahrung und das Know-how, das halt wir speziell im Fertigungsbetrieb hier haben, das zieht sich halt über mehrere Jahrzehnte schon fort. Und auch das Aluminiumschweißen, das wir hier hauptsächlich durchführen, beim Behälterbau ist halt ein relativ kompliziertes Verfahren und man braucht die entsprechenden Fachleute. Der nächste Morgen. Die Polizei ist eingetroffen. Ohne Polizeibegleitung geht kein Schwertransport dieser Größe auf die Straße. Diese Unterstützung gibt es nicht zum Nulltarif. 86 Mark kostet ein Beamter pro Stunde, zuzüglich Mehrwertsteuer.
5 Polizisten und 3 Fahrzeuge sind für die erste Etappe im Einsatz. Jürgen? Ja, Jürgen? Es kann jetzt losgehen. Ne? 9.20 Uhr. Jürgen Heinicke fährt als Erster. 530 PS hat seine Zugmaschine. Ein Koloss von knapp 55 Metern Länge und 6 Metern Breite. Bereits an der Werksausfahrt wird es knapp. Vor dem Werkstor lauern schon die Schwertransportfans. Einige von ihnen wollen den Konvoi bis nach Passau begleiten. Da sind auch so Hobbyfilmer. Einer ist bei einem Schwertransportunternehmen beschäftigt. Du kennst dich so. 512 Tonnen auf 200 Rädern, 170 Kilometer liegen vor dem Konvoi und jede Menge Hindernisse. Zur gleichen Zeit, wenige hundert Meter vom Werksgelände entfernt. Ein Bahnübergang. Die Signalleitungen hängen zu tief. Mindestens 6,50 Meter braucht der Konvoi, um darunter durchzukommen. Die einfachste Lösung, die Kabel müssen angehoben werden. Also das ist eine Tonne ist groß, oder? Auch unten am Boden wird es eng. Das Signal steht in einer Kurve. Hat der Konvoi passiert, wird alles sofort wieder aufgebaut. Eine Aufgabe für Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Die Rechnung erhält später die Transportfirma. Ja, das Gleis muss gesperrt werden und danach wieder die ganzen Blockanlagen oben geprüft, Bahnübergang geprüft. Das ist also schon eine aufwendige Sache. Das sind jetzt mal ungefähr 3 Stunden für mehrere Leute. Bahn frei für den Super-Schwertransporter. Torge Klever leitet den Transport. Er fährt voraus. Sein Job begann schon lange, bevor die LKW anrollten. Wir haben ungefähr ein halbes Jahr im Voraus die Strecke das erste Mal auf Leitungen und so weiter untersucht und sind dann mit den ganzen Versorgungsunternehmen in Verbindung getreten. Hier auf der Strecke haben wir ungefähr 20 verschiedene Versorgungsunternehmen, die Leitungen hier auf der Strecke haben, die alle beteiligt sind. Eine Stunde später. Wieder die Bahnlinie. Diesmal geht es unten durch. Eine der wenigen Brücken, die der Konvoi unterfahren kann. Trotzdem, hier zählt jeder Zentimeter. Gleich hinter der Brücke sind schon wieder Versorgungsleitungen im Weg. Der Strom ist bereits abgeschaltet. Jetzt kommen wir hier in den Ort Hart
Da stehen Lampen zu niedrig. Das heißt, da müssen wir die Kesselbrücke ganz bis auf den Boden absenken. Und dann passen wir gerade eben unter den Lampen her. Da müssen wir also sehr vorsichtig fahren. 10.15 Uhr. Jürgen Heinicke senkt die 70 Tonnen schwere Ladung ab. Erst dann geht es weiter, und zwar im Schritttempo. Jetzt wieder was mehr nach links rüber, weil rechts hängt die Lampe wieder so tief. Die Lampen stehen immer noch. Nur ein paar Zweige müssen dran glauben. Die Anwohner in Hart an der Alz nehmen es gelassen. Schwertransporte rollen oft durch den kleinen Ort. Im Begleitfahrzeug ganz hinten sitzt Heinz Wetteroth. Vor 20 Jahren hat sich der Autoschlosser mit einem Kastenwagen selbstständig gemacht. Als Schlusslicht sichert er den Transport von hinten ab. Schild 276 ist an jetzt. Und das heißt Überholverbot? Überholverbot, ganz normales Verkehrszeichen. Die Verkehrsregeln sind klar. Dennoch wollen sich immer wieder Autofahrer vorbeimogeln. 512 Tonnen auf Rädern. Ein Superschwertransport rollt durch Bayern. Antenne Bayern, Radiodienst, der schnellste Verkehrsservice. Die Meldungen auf der Bundesstraße 12 München-Passau ist in Höhe der Ortschaft Tutting ein überbreiter Schwertransporter unterwegs. Wegen Rangierarbeiten kommt es hier in beiden Richtungen zu Behinderungen. Achten Sie bitte auf die Weisungen der Polizei. Wir wünschen, wo es geht, eine gute Fahrt. Viele Autofahrer sind genervt. Teilweise werden wir total ignoriert. Fahren bei uns links vorbei, also obwohl da relativ wenig Platz ist, Blaulicht ist an und wir haben jetzt extra eine Schwertransporttafel noch oben drauf da, dass uns vielleicht ein bisschen besser erkennen, aber trotz alledem sehen wir oft die älteren Leute oder Frauen, die was reinkommen, aber auch normale Leute, die was uns da einfach ignorieren und vorbeifahren. Auch Heinz Wetteroth ist mit seinem Schlussfahrzeug kaum zu übersehen. Trotzdem versuchen Autofahrer immer wieder unerlaubt zu überholen. Der will schon vor. Ja, uns hat man schon Schläge angedroht. Weil wir die Straße, naja, weil es halt nicht weiterging, gell? Ja, und dann, wir wären Arschlöcher, der ist dann ein bisschen der Polizei sein, da kostet 2 Mille. Aber da sitzt denn vorsichtiger. 3 Stunden ist der Konvoi unterwegs und gerade mal 38 Kilometer weit gekommen. Immer wieder neue Hindernisse. Verkehrsinseln sind besonders schwierig zu umfahren. Dabei muss der 55 Meter lange Tieflader vorne und hinten gelenkt werden. Im hinteren Steuerhaus bei Horst Hahn gibt es keinen Sitz. Hydraulikhebel ersetzen das Lenkrad. Horst Hahn ist der dienstälteste Fahrer im Team. Seit 33 Jahren im Schwerlastgeschäft. Der hinten drin steht im Steuerhäuschen, der hat die unangenehmste Aufgabe. Weil der sieht nicht viel, weil der Fahrer sieht vorne immer noch die Kurve, wie die Straße verläuft. Und der hinten dran ist, der schaut der bloß vor der Wand von der Ladung. Und der muss sich dann darauf verlassen, was der Fahrer ihm vorne erzählt, mal links, mal rechts. Ja, auf linker Seite steht ein PKW, ja? Ziemlich schon weißen Streifen dran. Die Auffahrt zu einer Bundesstraße. Hier ist die Fahrbahn ebenso breit wie die Kesselbrücke. Horst Hahn muss nach Gefühl fahren. Der zweite Bahnübergang. Bevor der Konvoi anrollt, beginnen hier schon die Vorarbeiten. Die Ampel muss weg. Sie ist zu niedrig für den Transport. Minuten später. Jürgen Heinicke ist als erster am Bahnübergang. Jetzt ist oben zwar genügend Platz, doch der Sockel der Schranke stört. Der Tieflader muss angehoben werden, mindestens um 1,20 Meter. Die 70 Tonnen schwere Last liegt in einer sogenannten Kesselbrücke.
Je nach Hindernis kann die Ladehilfe hydraulisch angehoben oder abgesenkt werden. Jürgen Heinicke muss sich beeilen, denn hier haben Züge Vorrang. Bahnübergänge sind für Schwertransporte immer ein Sicherheitsrisiko. Der erste Transporter durfte die Gleise noch überqueren. Doch für die anderen ist erst einmal Pause. Keiner weiß wie lange. Auch nicht Transportleiter Torge Klever. So, wie sieht es denn jetzt aus mit der Zugpause? Wir sind also in 5 Minuten ungefähr sind wir da. Anruf beim nächsten Bahnhof. Der Stationsleiter muss klären, wie lange die Pause zwischen zwei Zügen ist. Hier geht Sicherheit vor Pünktlichkeit. Drei Zugmaschinen müssen über die Gleise, und zwar ohne Verzögerung. Was stört, muss weg, notfalls mit dem Trennschleifer. Die Vorhut des Konvois, drei Männer mit Werkstattwagen und Hebebühne. Ständig im Laufschritt, 512 Tonnen sind ihnen auf den Fersen. Die meisten Verkehrsschilder lassen sich abschrauben. Hat der Transport die Stelle passiert, baut die Nachhut alles wieder auf. Ja, am Boden haben wir im Prinzip nur mit Schilder und Leitpfosten, die da im Weg sind, die wir halt ausbauen müssen. Auch Verkehrszeichen über der Fahrbahn können zum Problem werden. Das sind die großen Sachen, die auf der Autobahn oder auf der Bundesstraße sind. Das sind Überkopfbeschilderungen. Das sind die großen Schilder, die man sieht, wo man drunter herfährt. Wenn man die großen Schilder abbauen muss, inklusive Rahmen, das ist schon sehr aufwendig. Vorgärten sind normalerweise tabu. Ja gut, es kommt schon mal vor, dass natürlich irgendwo mal ein Zäunchen oder ein Mäuerchen steht. Aber das ist, sag ich mal, im Vorfeld eigentlich schon so gut abgeklärt, dass dann sowas nicht mehr stört. Eine Hochspannungsleitung über der Fahrbahn. Der Strom muss abgeschaltet werden. Immerhin 20.000 Volt. Der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden. Und der ist nicht gewährleistet. Und da müssen wir eine Schutzschaltung machen. Und da wird der Strom halt ausgeschaltet. Vorneweg ein Streufahrzeug. Bei minus 5 Grad können selbst Superschwertransporter ins Rutschen kommen. Heute ist Christian dabei, der Sohn des Fahrers. Er ist erst 5 Jahre alt und schon Experte für die richtige Dosierung von Streusalz. Die Nachhut. Zwei Männer sind zuständig für das, was hinter dem Konvoi liegen bleibt. Wir bringen das wieder klar, damit das nachher wieder so zurückversetzt wird in den ursprünglichen Zustand. Sonst gibt's Ärger. Gibt's da noch mal Transporte, wo man so ein bisschen was hinterlässt an Schäden oder sowas? An und für sich nicht. Es kommt schon mal vor, dass mal ein Schild abgebrochen ist, weil es ein Aluminiumrohr ist. Dann geben wir das der Polizei durch, dann muss ein neues rein. Ne? Das ist kein Thema. Das können wir ja nicht schweißen. Ne? Wir haben ja hier das Schweißgerät hier. Ja, Stromerzeuger, Schweißgerät, Schleifhexe hier unten. Und dann haben wir hier so eine Zentrierspanne. Das stecken wir unten auf, ziehen das zusammen und stecken das obere Rohr rein. Dann läuft das ganz haargenau auf der Naht. Umso besser lässt sich schweißen. Ja. Autofahrer, die hinter dem Konvoi warten müssen, lassen an ihm schon mal ihren Zorn ab. Ich sage mir immer, das sind Organspender. Das sind Leute darunter, die sind sehr, sehr unvernünftig. Das sind richtige Rambos. Die können ruhig das Schild oben drauf sehen, Überholverbot, Allblinkanlage, weil wir unter 30 km/h fahren, weil wir zu langsam sind. Dann versuchen die noch links vorbeizuziehen. Ja, das gibt's auch. Ne? Aber da müssen wir dann vorsichtig abdrängen, ohne dass was passiert. Meistens müssen wir ein bisschen weit vorausschauend im Spiegel nach hinten gucken. Dann machen wir zu, komplett. Und dann gehen wir es über Funk nach vorne durch und dann hat sich das. Dann bleibt das zu hinten, da können die ruhig schimpfen. Das gibt es. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir eben die Leitpfosten wieder richtig stellen und dann geht's hinterher. Zwei Männer in Eile. Sie sind immer in Gefahr, denn sie müssen auf den nachfolgenden Verkehr achten.
512 Tonnen auf 200 Rädern. Für solche Superschwertransporte gibt es jede Menge Fans. Sie filmen, fotografieren, tauchen immer wieder auf, wenn es eng wird oder Brücken umfahren werden. Viele von ihnen reisen regelmäßig Schwertransporten hinterher. Die Schwerlastfahrer kennen die Gesichter. Ja, da gibt's genug sehen. Sind überwiegend so Modellbauer, wissen Sie? Die filmen, fotografieren und bauen denn solche Transporte mit der Ladung als Modell nach. Auf Tuchfühlung mit 512 Tonnen. Sonja Dirnhofer und ihre Familie sind fasziniert. Die Präzisionsarbeit, ja, und vor allem die, das Reibungslose, trotz der Größe und der Masse. Es funktioniert alles wie am Schnürchen und ist doch alles irgendwie außer die Dimensionen. Haben Sie dafür jetzt Urlaub genommen zum Beispiel heute? Ja, extra Urlaub genommen. Hast du jetzt vier Autos gesehen? Vier große? Vier. Und welcher ist am interessantesten? Der erste. Würdest du auch gerne mal so einen LKW fahren? Mhm. Wir sind also Brüder, Schwägerin. Und wo kommen Sie her? An der böhmischen Grenze, von Furt im Wald. Was ist denn interessant für Sie an diesen Geschichten? Die Dimensionen, das Große und die Präzisionsarbeit. Ich kenne also Schwertransporte in dem Sinne nur von meinem Beruf her. Ich war bei der Eisenbahn beschäftigt, was da so Sachen befördert worden sind, aber nicht sowas. Ne. Also das Faszinierendste ist für mich jetzt, wie die mit diesen riesen Fahrzeugen hier auf normalen Straßen vorwärts kommen. Man sieht es ja hier an dieser Überführung. Obwohl sie groß ist, passt kein Mensch durch. Sie müssen drei, viermal hin und her rangieren. Ich finde das einfach toll, was da technisch möglich ist heute. Ein Schauspiel, das vielleicht schon bald Vergangenheit sein wird. Ja, wir sind ganz froh, dass wir den hier noch sehen konnten, denn in Berlin entsteht ja im Moment ein riesen Luftschiff. Insgesamt sollen das 10 Stück werden, 300 Meter lang. Die werden in Zukunft so einen Teil direkt im Werkshof aufheben und zur Endverwendung fliegen. Und ich weiß ja ungefähr, diese Transporte haben ja nur Durchschnittsgeschwindigkeiten von 5 oder 10 Stundenkilometern. Und so ein Luftschiff wird das doch, was weiß ich, verfünffachen, verzehnfachen können. Eigentlich sollte der Konvoi durch diese Brücke fahren, doch sie ist zu niedrig. Also oben drüber und auf der anderen Seite wieder runter. 31 Meter ist der Kurvenradius der Kesselbrücke. Damit der Tiefleiter vorbeikommt, muss Torge Klever nachhelfen. Auf der anderen Seite der Brücke gibt es nur eine Behelfsabfahrt. Ob sie das Gewicht von 512 Tonnen aushält, weiß keiner hundertprozentig. Peter Peik, der die hinteren Achsen lenkt, muss den Untergrund genau beobachten. Ist das die schwierigste Stelle? Nö, da werden noch ein paar andere Ecken kommen. Bei der Witterung, wie es jetzt ist im Moment, geht es eigentlich, weil der Boden etwas angefroren ist. Plötzlich ein Loch in der Fahrbahndecke. Der Boden gibt nach. Ganz langsam geht es weiter auf die sichere Asphaltdecke der B20. Diese Stelle ist ziemlich eng jetzt gewesen, weil das so ein kleiner Wirtschaftsweg ist. Aber ja, es hat ganz gut geklappt. Als nächstes fahren wir jetzt die B20 entgegen der Fahrtrichtung wieder raus. Es wird wieder komplett der Gegenverkehr gesperrt. Und dann geht's richtig in die Berge. 16.30 Uhr. Nebel zieht auf. Es dämmert. Schlechte Aussichten. Scheiß Nebel, da oben ist schon wieder schlimm, hä? Stress im Führerhaus. Immer wieder neue Überraschungen links und rechts an der Böschung. Diesmal ist ein Streugutkasten im Weg. Doch zurück bleibt nur eine kleine Delle. Seit 9 Stunden sitzen die Fahrer hinter dem Lenkrad, ohne Mittagspause. Einen Kaffee aus der Thermoskanne und die Wurstsemmel nebenbei, das muss reichen. Zeit ist in diesem Gewerbe bares Geld.
Um 19 Uhr erreicht der Konvoi den Rastplatz in Tutting, nahe der österreichischen Grenze. Tagespensum rund 100 Kilometer. Macht 10 Kilometer pro Stunde. Völlig normal für 512 Tonnen auf Rädern. So, mein Lieber. Feierabend auch für Heinz Wetterroth. Sein Bett hat er hinten im Auto. Nicht sehr komfortabel. Aber immerhin gibt es eine Standheizung. Was tun nach Feierabend? Ja, Bier trinken, was essen, waschen und niederlegen, schlafen. Was heute Abend noch passiert, jetzt machen wir erstmal eine Brotzeit. Da gucken wir noch was Fernseher. Und dann gehen wir Eier machen. Bis morgen früh. Und dann geht's weiter. 8 Uhr. Tatsächlich, pünktlich geht es weiter. Die Polizeibegleitung hat gewechselt. Heute sind 3 Beamte dabei. Noch 70 Kilometer bis Passau, dem Ziel des Konvois. Ein Lindwurm, Stoßstange an Stoßstange, insgesamt über 150 Meter lang, 512 Tonnen schwer und 6 Meter breit. Besonders die Breite des Superschwertransports macht einem Anlieger Sorgen. Wenige Wochen zuvor hat ein ganz normaler LKW seinen Gartenzaun niedergewalzt. Ja, sag ich, das wäre gleich die ganze Seil und das Tafel müssen wir gleich weg sein. Das wird eng. Ich hab da keine Ruhe nicht mehr. Da der Zaun hin, da ist hin nachher. Da ist Auto. Also die Kesselbrücke wieder hoch und langsam vorbei. Einige Kilometer weiter. Vor dem Dorfgasthaus wartet ein Anwohner. Bei einem Schwertransport einige Wochen zuvor musste ein Ast seines Baumes dran glauben. Jetzt fordert er von Transportleiter Torge Klever Schadenersatz. Der heutige Transport hinterlässt keine Spuren. Aber ein paar Äste bleiben an solchen Ungetümen immer wieder mal hängen. Wir bemühen uns immer sehr langsam durch die Baumalleen zu fahren. Natürlich, bei dieser Größe kommen wir schon mal an kleinere Äste. Wenn die dann runterfallen und die hinteren Fahrzeuge, die räumen dann alles von der Straße. Und wenn mal wirklich ein privater Ast beschädigt würde, dann würde das von uns auch geregelt. Ne? Dann würde der versorgt und abtransportiert und auch Schadenersatz erstattet. Das ist kein Problem. Nach dem Bahnübergang. Freie Fahrt auf der Bundesstraße 388. Ganze 5 Kilometer sind es bis zum nächsten Hindernis. Ein seltenes Ereignis für Fahrer von Schwertransporten. Neun Stunden ohne Pause. Da bleibt ein dringendes Bedürfnis nicht aus. Ja, geht schon alles. Wie macht man das denn zum Beispiel? Ja, da kriegen Sie Bescheinigung vom Tierarzt für auf der Straße. Ja, irgendeine Ecke ist immer da. Im Notfall tut's auch die Kühlerhaube. 30 Kilometer noch bis Passau. Nicht jeden Bürger interessiert's, wenn 512 Tonnen am Schlafzimmerfenster vorbeifahren. Noch 2 Ortsdurchfahrten stehen auf dem Plan. Die Anlieger bangen um ihre Gartenzäune und Mauern, obwohl alle möglichen Engstellen Monate vorher zentimetergenau ausgemessen und die Strecke vor dem Start nochmals kontrolliert wurde. Kommt ein Zaun, wird die Kesselbrücke angehoben. Parkende Fahrzeuge können allerdings die Weiterfahrt behindern. Da hilft im Zweifelsfall nur ein Abschleppwagen. Rangieren kostet die meiste Zeit. Das ist dann notwendig, wenn Brücken umfahren werden. Die Zugmaschine dreht um und schiebt den Tieflader rückwärts über enge Brückenauffahrten. Manchmal muss dieses Ritual 2 bis 3 Mal wiederholt werden.
Das dauert. Die Männer hinter dem Konvoi verlieren langsam den Überblick. Wie geht das denn jetzt hier weiter? Ja, pass auf, warte. Der schiebt das hier hoch. Darauf? Ja, und dann hängt der nachher wieder um. Ach so, dann fährt er nachher mit der Maschine um. Und fährt den entgegengesetzt der Fahrtrichtung ein Stück. Und die anderen beiden, wo sind die jetzt? Die anderen drei. Die drei? Die sind schon da oben. Die sind schon rauf. Ah, ja, ja, weil die da keine Probleme haben. Ja, wir wussten das jetzt nicht, weil wir da oben erst aufräumen mussten, ja? Alles klar. Gut. Zur gleichen Zeit auf der Brücke. Die erste Panne. Nichts geht mehr. Ein Bremszylinder streift die Bordsteinkante, Luft strömt aus. 512 Tonnen auf Rädern. Nichts geht mehr. Die Bremsen des 130 Tonnen schweren Tiefladers blockieren. Ursache: ein Bremszylinder ist abgerissen. Da hilft auch kein Pannendienst. Hier müssen die Fahrer selbst ran. Ja, da passiert schon mal, dass ein Schlauch platzt oder Hydraulikleitung oder so. Kommt immer mal vor. Auf solche Pannen sind die Männer vorbereitet. Es ist noch nicht genug Luft, das Dauerpump. War ja alles raus. Ja, das sind jetzt 2 Minütchen, die er noch mit pumpen muss. Und dann, wenn wir ein paar Leute hätten mit Luftpumpen, die könnten dann helfen, dann wird er was schneller gehen. Nach einer knappen halben Stunde kann es weitergehen. Der Superschwertransporter rollt weiter. Noch 25 Kilometer. Neuburg am Inn, ein Nadelöhr für den Schwertransport. Günther Baumgartner hat an der B12 ein Wirtshaus. Er filmt jeden Konvoi, der an seinem Haus vorbeifährt. Man sieht das nicht jeden Tag hier. Ja. Aber anscheinend ist es die einzige Strecke, wo praktisch die Umleitung über die Autobahn, die alte B12. Ne? Ich habe das selber schon als Modell nachgebaut. Ja. Ja, mit sämtlichen Blinkleuchten. Also das sind so kleine LKW. Ne? Von, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Modellfahrzeuge. Ja. Das haben die schon seit 63. Ich habe 1700 Stück davon. Hoffentlich geht mir jetzt der Saft nicht aus. Ja, von der Breite hat er gerade noch Platz hier oben. Links fließt der Inn, rechts steht ein denkmalgeschütztes Haus. Wieder geht es um Zentimeter. Die Polizei hat in Passau eine Brücke gesperrt. Schon bilden sich erste Staus. Zur gleichen Zeit wenige Kilometer vor Passau. Der Konvoi unterquert die Autobahn A3. Endspurt für die 4 Superlaster. Über die Verkehrsinsel müssen alle drüber. Damit nicht wieder ein Bremszylinder abreißt, wurden die Bordsteinkanten mit Holz angerammt. Nadelöhr, kurz vor der Einfahrt zum Donauhafen. 170 Kilometer Fahrstrecke. 10 Kilometer wurden pro Stunde zurückgelegt. Gesamtkosten des Transports bisher rund 120.000 Mark. Die LKW werden am nächsten Morgen entladen. Gehen wir uns gleich waschen und dann werden wir von euch zum Essen eingeladen. Aber nicht rausschneiden, ne? So, Jungs, schmeckt das?
Nach 7 Stunden Fahrzeit schmeckt das Bier umso besser. Ja, super, Prost! Am nächsten Morgen. Am Kai liegt bereits der Frachter. Was der Schiffseigner von der rollenden Konkurrenz hält, zeigt das transparent. Sein Argument ist kaum zu schlagen. In den Bauch des Schiffs passen gleich 3 der 4 Aluminiummonster rein. Und bis Antwerpen, der nächsten Station, kostet der Transport nur halb so viel wie vom Werksgelände bis zum Donauhafen. Rund 60.000 Mark. Der 4. Kessel wird auf ein weiteres Schiff verladen. Für Heinz Wetterroth und die Männer aus der Schwerlastbranche war das einer der aufwendigsten Transporte. Für den Schiffskapitän sind solche Gewichte Alltag. Das Leichtgewicht. Vom Volumen her ist es ein Leichtgewicht. Wir haben jetzt, wie wir rauf sind, haben wir 2000 Tonnen Erz drin gehabt, 2100 Tonnen Erz. Da ist das Kinkerlitzchen dagegen. Die Reise der riesigen Bauteile geht weiter. 14 Wochen wird sie noch dauern. Von der Donau in den Main, über Würzburg, Frankfurt und Köln bis nach Antwerpen. Von dort geht es mit einem Frachter über den Atlantik, bis in den Golf von Mexiko.